Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mortal Kombat X oder 10 im Jahre 2016. Aufgrund von ein paar technischen Problemen, die ich leider auch immer noch habe, ist das sozusagen jetzt die erste Aufnahme, die ich in diesem Jahr mache. Und da wir ja noch nicht so weit drin sind, erstmal ein gesundes neues Jahr wünsche ich jedem. Und dieses Mal beschäftigen wir uns mit Shinnok. Ich bin teilweise echt ein bisschen erleichtert, dass ich's. Und wir sehen können nächste Woche ein anderer Turm, Mortal Kombat Turm wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, eins müsste es sein. Bin ich auch erleichtert, dass so einer kommt. Aber dazu komme ich gleich. Und zwar, jetzt hat es gerade wieder das Problem. Das hat es vor uns nämlich gerade auch schon. Aber es ging dann eigentlich nach kurzer Zeit. Hoffentlich. In der Zeit kann ich ja mal kurz was sagen. Und zwar, sollte ich nicht so viel machen, bin ich erleichtert, dass ich den Turm jetzt doch noch machen kann. Ein Glück, weil nämlich aufgrund von den technischen Problemen, die ich gerade schon erwähnt habe, hatte ich mir nämlich Sorgen gemacht, dass ich es nicht schaffen werde. Aber glücklicherweise dann doch, weil ich habe keine Ahnung, wie lang es dauern würde, bis dieser Turm eines Tages mal wiederkommt. Ich hätte es sonst schon eher gemacht, aber wie ihr sehen könnt, sind nur noch 12 Stunden 55 Minuten. Es ging leider nicht anders. Naja, aber das Problem ist dann auch bald behoben und dann geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Und das ist nämlich auch der Grund, warum ich erleichtert bin, dass nächste Woche ein Turm kommt, den wir bereits schon hatten. So, genug gelabert jetzt von Anfang. Jetzt geht's los mit dem Turm. Und zwar wie immer 6 Gegner mit dem schönen Namen Alles muss sterben. Warum eigentlich nicht? Als Herrscher über das Unterreich... Unterreich klingt immer so dämlich. Als Herrscher über das Unterreich kennt deine Macht fast keine Grenzen und dennoch wirst du von Narren herausgefordert. Ziehe ihnen das Fleisch von den Knochen und mach sie zu deinen ewigen Dienern. Diener klingt aber zu freundlich. Ich mach die Leute lieber zu meinen ewigen Sklaven. Fangen wir mit Takeda an. Takeda will aufs Maul. Ja, die Jugend. Haben wir hier so eine Art Generationskonflikt. Da sage ich vorhin noch, ich freue mich drüber, dass es keine Fails gibt. Und was passiert dann? Das Spiel hat sich einfach geschlossen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber irgendwie eine Fehlermeldung oder sowas gab es auch nicht. Nö, war halt einfach, ne? Zu. Naja, ein bisschen gewartet habe ich jetzt mal. Und jetzt geht's alles wieder ganz normal. Sollte es zumindest. Schauen wir einfach mal. So, diesmal jetzt aber wirklich sogar mit anderen Gegnern. Obwohl das Ende bleibt immer das gleiche. Das Ende ist, glaube ich, immer gegen Raiden. Aber jetzt fangen wir nicht mit einem Jüngling an, sondern eher mit Aaron Black. Warum nicht? Ist ja egal, wer vor mich tritt, werden alles meine Sklaven sein. Der Gefallene. Törichte Nomade. Ich habe hier ein paar Kugeln für dich. Cool. Nomade gegen Gefallenen. So, wir fangen an mit der Hochstapler-Variante. Ja, was kann die Hochstapler-Variante Schönes? Ja, diesen Move hier und mit diesem Move kann... Nee, andersrum. Mit diesem Move kann... mit der Mimikrie kann... Ach ja, genau, so geht's. Entschuldigung, jetzt hab ich's. Genau. Kann Shinnok nämlich den gleichen Move des Gegners klauen, den er auf der Tastenkombination machen würde. Und in dem Fall wäre das bei Aaron Black halt hier diese... Sandkugeln. Oder diese Kugeln, die da immer dann hier zum hinten an seinem Rücken so hat, die er zum Platz bringt. Ja, ich auch. So, ich würde sagen, wir fangen doch am besten mal mit der ersten Fatality an. Mal gucken, ob ich hier alles schaffen werde. Teilweise nämlich gar nicht so einfach. Vor allem das hier nicht. Also die Brutality war ein bisschen, ja gut, spezieller. So, erstmal X-Ray. Bitch Slap. Spielen wir schön mit den Knochen. Oh, Brustkorb zerdrückt. Oh weia, und jetzt auch noch ein Stich ins Herz. Sah es beinahe so aus, als ob es ins Herz gehen würde. Nichts Besseres als eine Knarre. Ja, stimmt manchmal schon, Aaron, aber in dem Fall doch nicht. So, mal gucken, warte mal, wie ging denn die erste Fatality? Oh ja, unten der Flip Trick, das wird ein bisschen speziell, aber wir fangen mit dem Grinder an. Okay. So, fangen wir mit dem Grinder an. Tja, wir schnurren wieder ein paar Händchen. Und ja, wir drehen ein bisschen. Und klatsch weg. Das Einzige, was übrig bleibt, sind seine Gebeine.
Gebein in dem Sinn macht's keinen Sinn. Also seine Füße bleiben übrig, weil Gebeine werden ja Knochen im Allgemeinen. Seine Knochen und sein Kopf bleibt übrig. Kein schönes Ende, so zerdrückt zu werden. Also ich glaub's zumindest nicht. Nächster Gegner, Kung Lao. Gucken, was der zu sagen hat. So, jetzt wird's nämlich kompliziert, weil, wie schon erwähnt, für die Brutality braucht man die Mimikry. Aber, ja, ich wüsste gar nicht, da musste man noch was anderes für machen. Ich wüsste gerade gar nicht. Ja, nochmal nachschauen. Der dunkle Götterälteste. Du erkennst, dass ich überlegen bin. Ich sehe Macht ohne Sinn und Verstand. Fight. Was Trauriges. Macht ohne Sinn und Verstand ist... Ja, beschissen. So, Moment. Gory Hole, das ist eine ziemlich chillige und einfache. Die könnte ich auch später noch zeigen, das ist nichts Problem. Genauso wie das hier. Das ist auch nichts Wichtiges. Face-Off wäre das. Ah, das ist geil. Gegner muss in Sprungreichweite sein. Okay, in Sprungreichweite. Also ein bisschen weiter weg ungefähr. Nein. Ungefähr in... nice. Nur den Dings-Move geholt, sein Tornado. Bounce. Ja, ungefähr in die Reichweite muss ich bestimmt haben. Ich teste einfach mal. Mal gucken. Also Shinnok, ja, mit Shinnok, was kann man noch so machen? Diese Mimikry-Kombo kann man auch sehr gut benutzen, um eine Mega-Kombo mit ihm herzustellen oder eine längere. So eine mehr als 10 oder so. Und zwar im Endeffekt muss man da eigentlich nur... Moment, wie geht er? Genau den Move machen und im rechtzeitigen Moment Mimikry raushauen. Dann bleibt der Gegner nämlich so ein bisschen stecken und wird wieder rangezogen. Und ja, das kann man dann nutzen, um... Oh, gut gemacht, Kung Lao. Kann man dann nutzen, um halt eben ja, weiter drauf zu hauen. Bumm. Bumm. Ja, tritt. Und er lacht nochmal ein bisschen blöd. So, jetzt komme ich langsam an den Punkt, wo es... Nee. Kung Lao, jetzt. Okay, Moment, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil er mir permanent hinterher rennt und ich gerade keine Möglichkeit irgendwie habe, ein bisschen auszuweichen. Naja, das würde auch nicht klappen. Moment. Nee, ist das manchmal beschissen hier bei einem... Dreck, okay, dann machen wir halt was anderes und zwar... den Flip-Trick. Und... Pop up. Bam. Bounce. Tja, hat er sich einfach mal seinen Kopf geholt. Armer, armer Junge. Das ist jetzt natürlich blöd. Na gut, dann zeige ich euch die dann im Nachhinein wieder. Ist kein Problem. Ich sag's mal wieder so, das ist so eine... Ah, ne, schade. Ich dachte, was Sinnvolles. Das ist wieder so eine beschissene... Brutality, wo man ja sehr, sehr, sehr vom Gegner abhängig ist und wo man auch schnell sein muss, denn wenn der Gegner clever ist, rennt er einfach immer wieder schnell zu dir hin und dann klappt das nicht. Und ich hatte jetzt auch gerade noch das Problem, dass ich den Move vom Gegner immer noch kopiert hatte und dass ich Mimikry so in der Form gar nicht einsetzen konnte. Und sowas tragen Götterälteste? Götterältesten sind meine Feinde. Sie haben dich rausgeworfen. Sie haben dich rausgeworfen. Fight. Was soll das denn, Cathy? Yes, nice. Jetzt haben wir nämlich was anderes Schönes. Und zwar den Knochenbrecher. Auch nicht schlecht. Aber nein. Was war das gerade, Cathy? Sowas tragen Götterälteste. Glaubst du, ich bin nicht fabulous genug, hä? Ich sehe doch echt stylisch aus. Ja, mit dem Grün, also das leuchtende Grün da, das sieht schon cool aus. Shinnok hat ja auch noch ein paar andere interessante Kostüme. Vor allem... dieses, das eine DLC-Kostüm hier, Samurai, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich hab mir gedacht, ich spiele normal. Fertig. So, jetzt mal überlegen. Fatalities habe ich ja alle gemacht. Dann machen wir doch mal Have a Nice Day. Ja, das ist auch so beschissen, weil das ist nämlich so eine Kombi, die klappt bei mir auch wieder immer nicht. Also manchmal zumindest nicht, aber ich guck's mal. Kann ich jetzt aber... Oh doch, kann ich. Yep, Have a Nice Day. Müsste das sogar, glaube ich, gerade gewesen sein. Ah, nee, 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 das ist ein bisschen anders. Moment. Komm mal her. Und. Ah, nee, Moment, stopp. Ich glaube, dafür presse ich sie am besten mal direkt in der Ecke.
War klar, dass das wieder nicht klappt. Ja. Kann ich hier was Lustiges machen? Na komm, machen wir mal den. Headshot. Ja, ist im Endeffekt auch recht einfach, aber ich glaube, mein Problem ist da hier wieder das Timing. Oh, du läufst aber ganz schön aus, Mädel. Schon wieder die Zeit, hä? Naja. Krieg ich was? Nee, schade. Ich probiere es aber trotzdem nochmal aus dem einfachen Grund, ich sag mal so, die ganz normalen Brutalities, die ich mit jeder Variante machen kann, die kann ich extrem schnell im angepassten Combat ausführen. Von daher verliere ich da keine Zeit. Heute enden deine Pläne. Du kannst meine Pläne nicht verstehen. Ich muss dich nur aufhalten. Wirst du aber nicht. Du bist zu alt, Mädel. Ein altes Mädel, du. Nee, die anderen Kombis, die kann ich ja im angepassten Combat zeigen, von daher. Ah, guck, jetzt hat zum Beispiel mal funktioniert, aber es klappt halt eben nicht immer. Moment, ich teste einfach mal ein bisschen. Okay, ich denke mal, ich habe so eine Schwachstelle davon entdeckt. Und zwar wird das Problem vermutlich sein. Jetzt komm, spring. Okay. Und spring. Und fuck. Hey. Mist. Ist auch bisher ein ziemlicher Reinfall. Und weg mit dem Kopf. Selbe Schauspiel wie bei deiner Tochter. Und dann ist der Gegner Liu Kang. Und es lädt, es lädt. Wieder verrätst du die Götterältesten? Sie haben mich im Stich gelassen. Du wurdest für deinen Verrat bestraft. Okay, der Drachen, Feuer Liu Kang und ich bin jetzt der Totenbeschwörer mit diesem komischen Grip-Arm. Ja gut, es sieht jetzt schon ein bisschen komisch aus, aber er kann damit coole Sachen. Und zwar kann er nämlich jetzt hier diverse Hauptknochen beschwören. Was natürlich hervorragend zum X-Ray. Auch optisch. Und die sind teilweise recht stark. Und wie man sich natürlich denken kann, hängt die Brutality auch damit zusammen. Leider, glaube ich, wird das ziemlich schwierig auszuführen zu sein. Denn die Brutality ist... ja, auch wieder sehr vom Gegner abhängig. Moment, ich muss mal kurz gucken, was muss ich denn dafür überhaupt noch machen? Und zwar hieß Hands Down. Sweep ist schon mal, nach unten drücken, ja, und diesen Judgment. Fist oder Smash. Wäre dann in dem Fall... Moment. Oh Gott, mein Gott, Liu Kang, hau ab. Wäre dieser Move. Kann sich denken, was passiert, ist cool, aber... ja. Wird jetzt nicht eine von den Brutalities, die ich so bevorzugen würde, weil sie einfach
bisschen schwer ausführbar ist. Jetzt machen wir euch nicht nah genug dran. Okay, jetzt habe ich sogar so gefailt. Alle werden sterben. Aber dann sehen wir das auch mal. Shinnok wins. Ja. Er hat das Wasser in, naja, feste Masse verwandelt und die Landmasse wurde zu Lava. Was für eine komische Geschichte. So, und jetzt Raiden. Oh Gott, Raiden. Den wollte ich gern zerquetschen. Einfach so ist Langeweile, aber es wird schwierig. Und gerade habe ich es perfekt ausgeführt. Es war aber keine Sweep-Reichweite, es war Sprung-Reichweite. Und deshalb hat der Move nämlich nicht funktioniert. Und das meinte ich halt eben damit. Es ist ein bisschen kompliziert auszuführen. Da habe ich ja gleich noch ganz schön viele Moves zum zeigen, aber ist nicht so schlimm. Wird schnell und einfach gehen. Deine Freiheit wird schnell enden. Hast du nicht genug vom Versagen? Hierbei werde ich nicht versagen. Oh, die Götterältesten kämpfen gegeneinander. Ah, die Kombi, die ist immer perfekt. Hier kann man auf jeden Fall auch ziemlich extrem kombinieren mit der Faust, vor allem mit diesem Move. Ich wüsste gar nicht, wenn man den, glaube ich... Genau, dann kloppt er den nämlich noch nach oben und damit kann man dann auch eine Kombi weitermachen. Mein Gott. Alter Mann, versuchst du das gar nicht. Hier, versuch mal. Tot. Gut. Moment, er kann auch noch einen anderen Move und zwar mit Y. Kann er noch so einen Schubser hier. Ist auch gut über große Reichweiten. Anwendbar. Ey, so ein Scheiß. Diesen Move, den Move hasse ich ja vor allem von Raiden. Weil er so unglaublich nervig ist. Und hier nochiger Slap von mir. Da lacht er blöd. Hey, der miese Sack, habt ihr das gesehen? Der hat schön kombiniert. Und da haben wir es doch noch gemacht. Das Reich wird mir gehören. Tja, mit solchen Moves ganz bestimmt. Der arme Raiden, da wurde er zerquetscht. Und da habe ich Shinnok. Eine Sense, das ist cool, natürlich die Knochensense, wieso? Und das sieht auch nice aus. Nice. Tja, aber mit Shinnok muss ich sowieso noch ein bisschen machen, denn... Oh, ja gut, das war ganz schön schlecht, weil ich teilweise die Moves so vermurkst habe oder Pech hatte. Ist aber egal, der Turm ist abgeschlossen und die Wertung ist mir eigentlich erstmal vollkommen Rille. Ich bin zumindest froh, dass ich die Belohnungen dafür bekommen habe. So, und jetzt angepasster Combat, das machen wir jetzt schnell noch, dauert nicht allzu lang. Shinnok. Fangen wir mit Knochenbrecher an. Obwohl, wartet mal, da könnte ich euch ja mal auch die unterschiedlichen Kostüme zeigen. Und zwar Grimmig. Shinnok. Eins seiner Kostüme. Wir wechseln auch seine Orbs so ein bisschen. Zumindest bei Hochstapler sind sie rot. Sub-Zero. Hat natürlich einen schönen visuellen Effekt. So, Moment. Brutality Combat. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Nö. Ach nee, Moment. Ach, immer mit zwei Sachen auf einmal arbeiten. Komplizierte Sache. Komplizierte Geschichte und auf in den Kutan-Dschungel. So, und zwar kann man jetzt gleich... Ich würde sagen, ich fange auch mit dem Have a Nice Day an. Finish Moves. Ja, Have a Nice Day. Das war ganz simpel. Moment. Ja, jetzt will's wieder nicht. Bei mir klappt's meistens besser in der Ecke. Schön durchgetrennt. Fange die Dunkelheit. Shinnok wins.
flawless victory. Wie gesagt, manchmal ist das ganz komisch. Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich nur einmal Y drücken müsste und dann wieder zweimal. So, ich muss sagen, jetzt ist nochmal boah. Vielleicht ist mein Timing auch noch scheiße. So, die nächste Brutality wäre. Ach, machen wir die hier. Und zwar, wie wär's mit Skull Bash? Und zwar muss man einfach nur die erste Runde mit einem Wurf gewinnen und das Ganze dann mit einem Wurf am Ende beenden. Und dann kommt sowas bei rum. Recht simpel, aber so ein guter Fußtritt ins Gesicht kann nicht schaden. Wäre noch vielleicht ein bisschen lustiger oder so, wenn er dem Gegner kompletten Kopf zerballern würde damit oder so, aber das, ich weiß nicht. Es wirkt dann schon wieder leicht dämlich. So, und jetzt sitzt Samurai. Ah, da haben wir es, und zwar Hochstapler. Wieder gegen den armen Sub-Zero. Immer Sub-Zero wird hier vermöbelt, aber naja, was soll's. Nee, also es wirkt ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht. Am ehesten, also am besten vergleichen den Move jetzt von... Ich würde ein bisschen vergleichen mit das, was Guan Chizi macht. Seine eine Brutality. Mit dem Curb Stomp, aber... Ja, der erste sieht dann schon ein bisschen schöner aus, meiner Meinung jetzt nach. Naja, ist ja auch egal. Aufs Ergebnis kommt es an, nicht wahr? So, Face-Off mache ich als letztes, weil das am coolsten ist mit. Ist richtig nice. Und jetzt noch Gory Hole. Nicht Glory Hole, das ist falscher Kontext, das passt ja überhaupt nicht hin. Nein. Und zwar muss man dafür einen Amulett-Strike machen. Das wäre... dieser Move und muss da X drücken. Und so, normal. Und wenn man X drückt, ja, ballert man dem Gegner einfach ein Loch in die Brust. Was hast du denn erwartet? Shinnok wins. Flawless victory. Danke dafür. Ich habe auch bald das nächste Level erreicht. Cool. Mal Level 75, ist auch lang genug her, seit ich das letzte habe. So, und jetzt die letzte. Wäre Face-Off. Und zwar, wie schon gesagt, Sprungreichweite. Also jetzt nicht so unbedingt, sondern eher so hinstellen und... Moment. Ja, ein bisschen weiter noch weg. Ruhig so drei Schritte weg. Und dann schnappt er sich nämlich vom anderen ins Gesicht. Natürlich richtig geil. Man kann sich da von allen Leuten das Gesicht holen. Aber wirklich von allen Leuten. Man kann sich sogar Jasons Maske schnappen. Was natürlich richtig lustig ist, aber... Ja. Nun gut, das soll es jedenfalls zu Shinnok gewesen sein. Nächstes Mal, haben wir ja schon gesehen, kommt ein Turm, der... egal ist, weil wir den schon hatten. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe auch, dass ihr im... neuen Jahr... wieder mit dabei seid, wenn neue Türme und so weiter kommen. Es gibt schon noch einiges... Ein paar Spielertürme gibt es und dann noch ein paar besondere Türme. Und ansonsten hoffe ich auch, dass euch der Part gefallen hat. War drinnen teilweise ein bisschen jetzt beschissen, aber ja gut, es fing auch schon beschissen an. Von daher mit einem Fail ins neue Jahr. Ne? Schön. Und ansonsten sehen wir uns dann vielleicht beim nächsten Turm wieder. Ich würde mich freuen. Ich sag wie immer, tschüss, bis dann.